Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute eine Stunde später als sonst. Wir sehen uns ja ansonsten immer Donnerstag um 18 Uhr. Heute sehen wir uns um 19 Uhr. Ansonsten ist aber vieles gleich. Und ich hatte ja in den letzten Wochen immer schon relativ interessante Gäste. Diesmal auch wieder, nämlich Titus Schüller. Titus ist auch hier dabei und es geht um ein Thema, das mit Corona auf den ersten Blick jetzt gar nicht so sehr viel zu tun hat. Trotzdem, ich muss ganz sagen, mein Herzblut ein bisschen berührt. Viele denken ja, das mit der Kommunalpolitik ist eigentlich ganz schön kleinteiliger Scheiß. Ich wiederum behaupte, nein, das ist genau nicht so, denn Kommunalpolitik kann, wenn man sie richtig macht, wenn man sie gut macht, eine Perle linker Politik sein. Und als Beweis dafür habe ich eben den Titus hier eingeladen. Und im Übrigen habe ich auch als Beweis dafür, dass die Linke nicht nur rot, und das sind wir in der Tat, rot ist, sondern auch grün, den Titus eingeladen. Es geht nämlich in diesem Fall darum, wie die Linke in Nürnberg es geschafft hat, ein Bürgerbegehren einzuleiten, indem es um Folgendes geht. Bus und Bahn für 365 Euro im Jahr. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich glaube, das ist ein Punkt, über das wir mal richtig sprechen können. Auch wenn es doch darum geht, die sozialökologische Wende konsequent voranzutreiben, und zwar von unten. Titus, meine Frage wäre, wie seid ihr eigentlich auf diese Schnapsidee gekommen? Ja, das ist eine gute Frage, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben schon seit vielen Jahren mit immer teureren Fahrpreisen in Nürnberg zu kämpfen, waren oft aktiv gewesen auf der Straße, haben Anträge im Stadtrat gestellt, haben Unterschriften gesammelt. Los ging das 2008, als wir das erste Mal in den Nürnberger Stadtrat eingezogen sind. Gleich bei der ersten Sitzung haben wir einen Antrag gestellt, ein Sozialticket in Nürnberg einzuführen. 2010 haben wir dann mit einem breiten Bündnis aus außerparlamentarischen Gruppen, ich glaube 12.000 Unterschriften für ein Sozialticket in Nürnberg gesammelt und die an den Oberbürgermeister überreicht. Und der hat das dann geprüft und es wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Und am Ende kam man zu dem Ergebnis, Sozialticket, schön und gut, aber das braucht man in der Form jetzt angeblich nicht. Stattdessen hat man dann 2012 eine massive Fahrpreiserhöhung gemacht, 15%, und hat auch gleich angekündigt, 2015 das gleich nochmal zu machen. Und das kam bei der Nürnberger Bevölkerung überhaupt nicht gut an. Und wir haben eben seit 2012 vorgeschlagen, ein 365-Euro-Ticket. Wie kamen wir da drauf? Wir haben ein bisschen ins Ausland geschaut, ins deutschsprachige Ausland, nach Österreich. Dort gibt es in der Stadt Wien ein 365-Euro-Ticket. Und wir haben das immer wieder betont und immer wieder kleine Aktionen gemacht, manchmal auch größere, und haben es geschafft, dieses Thema zu setzen. Bei der Landtagswahl 2018 war es dann so, dass sogar der CSU-Ministerpräsident Markus Söder dieses Thema übernommen hat. Allerdings, ohne ein konkretes Datum zu nennen, auf Nachfrage hat er dann 2030 gesagt. Und auch in der Nürnberger Kommunalpolitik ist es gelungen, dass alle eigentlich dafür waren, aber es ist nie irgendetwas passiert. Und dann haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir machen jetzt ein Bürgerbegehren für ein Sozialticket und für ein 365-Euro-Ticket. Das war so die Idee. Genau, rückblickend sage ich, vielleicht hätten wir das Bürgerbegehren schon eher machen sollen. Also die Linke ist für das 365-Euro-Ticket, die CSU ist auch für das 365-Euro-Ticket in 10 Jahren. Wie sieht jetzt der weitere Gang der Dinge aus? Es findet also jetzt ein Bürgerbegehren statt. Und wie funktioniert das genau? Also das Bürgerbegehren, das ist in jedem Bundesland etwas anders. In Bayern ist es so, dass auf einem Formblatt Unterschriften gesammelt werden müssen, wo klar das Anliegen formuliert sein muss. Es muss dargelegt sein, was man fordert, aber durchaus in einfacher Sprache. Man muss jetzt keine fertige Satzung oder gar ein Gesetz irgendwie vorlegen, sondern es muss klar erkennbar sein, um was es geht. Unsere Forderung war einmal 365-Euro-Ticket ohne Ausschlusszeiten und ein Sozialticket für 15 Euro im Monat ohne Ausschlusszeiten. Und man kann da noch eine Begründung angeben, die haben wir auch
ausführlich dargelegt, können wir vielleicht später nochmal zusammenkommen. Uns ging es um soziale und ökologische in unserer Begründung. In jeder Stadt ist es etwas anders. In Nürnberg mussten ungefähr 20.000 Unterschriften gesammelt werden, wobei das Quorum dann durch eine Änderung nochmal runtergesetzt wurde auf 12.000 Unterschriften. Wir haben mit unserer Sammlung 21.000 und ein paar zerquetschte gesammelt und haben die dann kurz vor der Kommunalwahl hier in Nürnberg präsentiert und dann Anfang oder ja, Ende April an den Oberbürgermeister überreicht. Das war so erstmal der Weg. Der normale Weg weiter wäre gegangen, dass es dann zum Bürgerentscheid gekommen wäre. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Stadtrat dieses Bürgerbegehren annimmt. Und diesen Weg konnten wir einschlagen, mussten zwar ein paar kleinere Kompromisse machen, aber insgesamt konnten wir uns voll durchsetzen. Und ab wann kann ich dann jetzt eigentlich für 1 Euro pro Tag fahren in Nürnberg? Also wir konnten durchsetzen 3 Dinge. Einmal, dass es die nächsten 3 Jahre keine Fahrpreiserhöhung in Nürnberg gibt. Das zweite ist, wir konnten ein Sozialticket tatsächlich für 15 Euro ohne Ausschlusszeiten durchsetzen. Das ist deshalb wichtig, weil wir hatten bisher in Nürnberg ein Ticket, was für Menschen da war, die Sozialleistungen beziehen. Das war aber erstens viel zu teuer und zweitens konnten das die Aufstockerinnen und Aufstocker und die Schülerinnen und Schüler aus armen Haushalten nicht nutzen, weil man zwischen 6 und 8 Uhr nicht fahren durfte. So, und das Dritte, was wir durchsetzen konnten, war, dass das 365-Euro-Ticket zum 1. Januar 2023 kommt. Auf jeden Fall in Nürnberg, wenn alles klappt, aber auch in Kooperation mit den anderen Kommunen und Landkreisen hier in der Region. Das ist ja ein erheblicher Unterschied zu dem, was üblicherweise in den öffentlichen Haushalten oder beziehungsweise in den öffentlichen Personennahverkehr so gezahlt werden muss. Wo kommt eigentlich dieses Geld jetzt her? Ja, das ist... muss man unterschiedlich betrachten. Das Sozialticket kommt auf jeden Fall aus dem Budget der Stadt Nürnberg. Wie viel das genau ist, kann man schwer sagen, weil man nicht weiß, wie viel es am Ende nutzen werden. Aber so zwischen 4 und 8 Millionen Euro wird das jährlich zusätzlich kosten. Wir glauben, dass es auf jeden Fall gut investiert ist, weil damit die soziale Mobilität auch für alle gewährleistet ist. Weil man muss wissen, dass zum Beispiel im Hartz-IV-Satz insgesamt um die 26 Euro für Verkehr vorgesehen ist. Da sind aber auch Fernverkehr und Radverkehr mit dabei. Und insofern ist es sinnvoll, da bei 15 Euro zu landen. Für das 365-Euro-Ticket ist es so, dass die Stadt Nürnberg jetzt versucht, da Mittel von Bund und Land aufzutreiben. Wenn das nicht gelingen sollte, dann ist aber auch klar, dass es nicht daran scheitern wird, sondern dann muss es aus dem städtischen Haushalt kommen. So, auch da ist es so, dass es das wert ist, weil wir ganz klar sagen, wir brauchen eine Mittelumschichtung vom Autoverkehr, Pkw-Verkehr hin zum öffentlichen Nahverkehr und zum Radverkehr. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, wir haben eine innerstädtische Autobahn, Frankenschnellweg, die wird jetzt für knapp 500 Millionen Euro oder für gut 500 Millionen Euro instand gesetzt und einen Tunnel eingebaut. Und allein dafür sind städtische Mittel von mindestens 130 Millionen einfach mal auf einen Schlag da. Und wir sagen, wir wollen eben den öffentlichen Nahverkehr deutlich stärken und deswegen ist es das auch wert, dass da mehr Mittel in die Hand genommen werden. Wir freuen uns aber, wenn Bund und Land mit in die Finanzierung einsteigen. Unsere Bundestagsfraktion stellt ja auch immer wieder Anträge, die in diese Richtung gehen. Wenn jetzt die Linke, die SPD, die Grünen, die FDP und sogar die CSU im Stadtrat dafür waren, nehme ich an, waren sie. Soll es Kompromisse geben? Welche sind denn das? Ein anonymer Zuschauer fragt, es hat Kompromisse gegeben. Welche sind das? Ja, wir hätten gerne gehabt, dass das 365-Euro-Ticket sofort zum 1. Januar 2021 eingeführt wird. Da muss man sagen, dass das aber ein paar Probleme mit sich gebracht hätte. Die Forderung an sich ist richtig. Wir aber wissen alle, dass gerade die Finanzen bei den Kommunen total einbrechen. Wir hatten eine Einschätzung gehabt von der Kommunalaufsicht.
allerdings von vor Corona, dass sich die Stadt Nürnberg das leisten kann, wenn sie denn politisch will. Ob allerdings diese Einschätzung auch nach oder mit Corona und den ganzen Ausfällen noch gegolten hätte, sei mal dahingestellt. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wir wollen eigentlich keinen Kampf gegen die Verwaltung führen, sondern wir wollen jetzt tatsächlich Druck machen in den anderen benachbarten Kommunen und uns darauf konzentrieren, weil es ist natürlich deutlich attraktiver, wenn es in den Nachbarstädten und Landkreisen auch das 365-Euro-Ticket gibt. Trotzdem, das war ein Kompromiss, den wir an der Stelle eingegangen sind, aber es hat an der Sache nichts geändert. Und nochmal, wir haben jahrelang dafür gekämpft, seit 2012 für das 365-Euro-Ticket, seit 2008 für das Sozialticket, und ich freue mich, dass eben jetzt zum 1. Januar das Sozialticket kommt und dann zwei Jahre später das 365-Euro-Ticket. Weitere Kompromisse wird es von uns nicht geben. Das ist ein Stadtratsbeschluss, das war auch die Abmachung, die wir mit der Stadtspitze hatten, dass es auf jeden Fall 2023 kommt, und zwar unabhängig davon, ob Bund oder Land am Ende in die Finanzierung einsteigt. Wir machen jetzt allerdings natürlich Druck, dass auch da öffentliche Mittel nicht nur aus der Kommune, sondern eben vom Land und Bund fließen. Was sind denn da jetzt eigentlich die Rückmeldungen der Nürnbergerinnen und Nürnberger dazu? Die nicht alle dürften ja von diesem Ticket unmittelbar profitieren. Gleichzeitig werden Leute sagen, das ist für mich eine extrem gute Variante. Andere sagen, nein, ich habe doch ein Auto. Warum soll ich jetzt Sachen mitfinanzieren für diejenigen? Wie sind eure Rückmeldungen eigentlich von den Nürnbergerinnen und Nürnbergern dazu? Die sind extrem gut. Man muss wissen, alleine das Sozialticket haben 80.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger ungefähr auf Anspruch. Und das kommt zum 1. Januar. Wir bekommen super Rückmeldungen von Sozialverbänden, vom Erwerbslosenausschuss, von Verdi. Die freuen sich sehr, dass sich da endlich was getan hat. Und beim 365-Euro-Ticket kommen auch gute Rückmeldungen, auch wenn es tatsächlich noch zwei Jahre länger dauert, als wir das wollten. Aber auch dort ist es so, dass gerade diejenigen, die tagtäglich fahren und ein Jahresticket schon heute haben, das als eine deutliche Entlastung und auch Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sehen. Und diejenigen, die es bisher nicht nutzen, kommt die Rückmeldung, ja, sie überlegen das auch tatsächlich, sich dann ein solches Ticket zu kaufen und eben verstärkt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und das ist ja genau auch der Zweck, den wir verfolgen. Jetzt kommt hier schon die erste Rückmeldung, also das ist schon die zweite jetzt auf Facebook. Da fragt Piet, sind denn die 365 € dann jetzt sofort und auf einmal zu zahlen? Also natürlich ab 2023, aber sind die dann sofort zu zahlen oder wie funktioniert das? Zahlt man 1 € pro Tag? Wie funktioniert das? Also das ist das Ganze bei unserem Verkehrsunternehmen VAG hier in Nürnberg, sind Jahrestickets immer Abos und monatlich zu bezahlen. Okay, also man hat das sozusagen im Satz. Es gibt auch hier eine Meldung im Chat, wo ausgerechnet wird, dass dieser Betrag auch im Rahmen dessen liegt, was im Hartz-IV-Regelsatz für die Beförderung enthalten ist. Natürlich sind uns die Sätze zu niedrig. Gleichwohl ist es ja trotzdem erstmal eine Erleichterung, wenn nicht dann diese Sätze auch noch überschritten werden von den Abos. Ich glaube, hier kann man schon die erste soziale Umverteilungswirkung sehen, dass die städtischen Verkehrsbetriebe natürlich allen ermöglichen, für den Satz, der vorgesehen ist, wenigstens auch die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Eine Frage, die ich noch habe, wie ist das jetzt eigentlich mit anderen Städten? Weil Nürnberg, die Insel der Glückseligen vielleicht, aber ihr seid ja doch sicher nicht damit zufrieden. Oder gibt es noch Anfragen jetzt anderer Kommunen? Gibt es Erfahrungswerte vielleicht? Gab es sogar ein Vorbild für euch von anderen Kommunen? Wie seid ihr da jetzt in Kontakt? Ja, also tatsächlich sind wir mit den Kommunen hier in der Region in Kontakt und mit unseren zumeist auch frisch gewählten Stadträten und Kreisräten hier in der Region, die jetzt Anträge stellen und Druck machen, dass sich da was tut.
Und die Rückmeldungen sind dort sehr gut. Und ich sage es auch mal so, wir sind da durchaus auch kampfbereit, wenn sich da jetzt zum Beispiel in der Stadt Fürth oder Erlangen oder in Schwabach nichts oder zu wenig tut, dann sind wir auch da bereit, wieder ein Bürgerbegehren zu starten. Wir wissen jetzt, wie es geht und wir wollen ja auch die Menschen mitnehmen. Von daher ist es ja auch ein Instrument der direkten Demokratie. Ich glaube, dass uns das insgesamt gut tut und wir sind da weiterhin kämpferisch. Kämpferisch ist ein gutes Wort. Man sagt den Bayern oder besser gesagt den Franken ja einiges nach. Ich selber habe ja da in Erlangen studiert, dass es dort auch eine rebellische Formation gibt, dass die sich nicht so ohne weiteres die Butter vom Brot nehmen lassen. Dafür sind jedenfalls die Fränkinnen und Franken schon bekannt. Und ich finde, dieses Bürgerbegehren hat gezeigt, was geht. Es zeigt aber ja auch ein bisschen, wie kann Kommunalpolitik rebellisch sein? Wie kann sie so ein bisschen einen Ausblick geben? Und vor allen Dingen, hat das auch Spaß gemacht oder wie war das? Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das insgesamt auch für uns Linke ein bisschen Modell sein kann, auch im Hinblick auf unsere Bündnispolitik. Weil natürlich gibt es die üblichen Verdächtigen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. VCD zum Beispiel, den Verkehrsclub Deutschland, ein ökologischer Verband. Natürlich haben wir auch mit Gewerkschaften zusammengearbeitet. Ganz toll, die NGG. Die gleich mit eingestiegen ist. Die EVG hat Unterschriften gesammelt und so weiter. Sehr toll. Aber wir hatten noch ganz andere Bündnispartner, die man normalerweise so nicht dabei hat. Und das haben wir dadurch geschafft, dass wir es eben sehr niedrigschwellig gemacht haben. Wir haben über 100 Sammelstellen in Nürnberg eingerichtet, in Apotheken, in Sportvereinen, in Kirchengemeinden, in schönen Kneipen, in Kantinen, in der studentischen Vertretung etc. Also wir haben das sehr, sehr breit aufgestellt und wir haben auch auf den Unterschriftenlisten, da stand nirgendwo jetzt die Linke drauf, obwohl klar war, auch war ja auch kein Geheimnis, dass wir da dahinter stecken. Aber genau, wir haben uns, ja, wir haben es nicht versteckt. Die Presse hat natürlich auch entsprechend darüber berichtet, aber wir haben es jetzt auch nicht immer auf dem goldenen Tablett vor uns hergetragen. Trotzdem ist es jetzt so, dass es mit uns verbunden wird. Wenn wir jetzt rausgehen, auf die Straße, Infostand machen, kommen derzeit die Leute und sagen Danke. Ich hab jetzt auch schon wieder Fragen hier im Chat. Es fragt ein weiterer anonymer Zuschauer, ob denn dieses Ticket eigentlich nur für Nürnbergerinnen und Nürnberger ist oder ob das jeder kaufen kann. Das kann jeder kaufen. Also Passkontrollen wird es nicht geben. Beim Sozialticket ist es allerdings so, dass das gekoppelt ist an den Bezug von Sozialleistungen in Nürnberg. Da gibt es einen sogenannten Nürnberg-Pass, wo man dann noch weitere Ermäßigungen für Museen, für Schwimmbäder etc. bekommen kann. Diesen Nürnberg-Pass muss man beantragen. Den bekommen all diejenigen, die Leistungen vom Jobcenter, vom Sozialamt, wie zum Beispiel Wohngeld oder Grundsicherung im Alter beziehen. Und für Menschen, die vom Jugendamt Leistungen beziehen, das sind insbesondere Familien, deren Kita-Gebühren übernommen werden. Dieser Personenkreis, der hat Anspruch auf das Sozialticket und kann damit fahren in Nürnberg, Fürth und in der Stadt Stein. Ja, spannend. Ich habe jetzt hier es gibt ganz viele Rückmeldungen auch von Leuten im Chat. Offenbar ist das tatsächlich auch ein angefixtes Thema. Wie habt ihr denn eigentlich das jetzt mit den Bündnispartnern so gehandelt? Wollen jetzt eigentlich alle der Erfinder des Modells sein oder wie sieht das aus bei euch? Ja, im Stadtrat ist natürlich jeder der Erfinder, weil es ja jeder schon mal irgendwann gefordert hat. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir schon sehr frühzeitig eben immer aufmerksam gemacht haben auf die Stadt Wien. Aber ich bin auch großzügig oder wir sind da großzügig. Wir wollen, dass das Ganze zum Erfolg geführt wird und von daher danken wir auch ausdrücklich all denjenigen, die in den letzten Wochen, Monaten da auch sich so aktiv eingebracht haben. Und das waren viele Einzelpersonen, aber auch viele kleinere und größere Organisationen, die sich da eingebracht haben. Und am Ende ist es von allen der Verdienst, dass es jetzt kommt. Und von daher dürfen auch alle stolz darauf sein. Benek fragt jetzt natürlich, und das liegt auch auf der Hand, das 365-Euro-Ticket ist ein Modell für Städte. Es ist die Möglichkeit, da wo öffentliche Verkehrsgesellschaften bestehen, dass man über diese Variante zu einer deutlichen Fahrpreisermäßigung kommt
und damit natürlich auch zu einem Umsteuern in den Städten. Aber wie sieht das jetzt aus? Was ist deine Meinung? Gibt es Ideen solcher Art, zum Beispiel auch in ländlichen Regionen, auf den Dörfern? Was machen wir da eigentlich da? Denn klar ist am Ende, auch die Pendlerinnen und Pendler, auch diejenigen, die in den kleinen Dörfern wohnen, auch die sollen am Ende natürlich auch kollektiv fahren können. Ja, vollkommen richtig. Und da sind wir bei einem zentralen Punkt. Günstige und bezahlbare Preise nutzen niemanden, wenn der Bus nicht kommt oder nur dreimal am Tag in den Dörfern. Von daher muss man da wirklich unterscheiden. In den Regionen, wo das Netz nicht ausgebaut ist, muss der Fokus erstmal darauf liegen, das Netz auszubauen und dann natürlich auch mit bezahlbaren Preisen. Aber günstige Preise nutzen nichts, wenn der Bus nie kommt. Das muss man ganz klar so feststellen, weil dann sind die Menschen doch aufs Auto am Ende angewiesen. Wir werden trotzdem eben versuchen hier, die Landkreise in der Region, also zum Beispiel Nürnberger Land, mit ins Boot zu bekommen oder auch das Fürther Land, weil ja viele Menschen reinpendeln in die Städte. Und wenn wir da schaffen können, dass der ein oder andere dann mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt reinfährt, ist das ja für alle sinnvoll, vor allem aus ökologischen Gründen. Und man muss einfach sehen, dass jeden Tag 150.000 Menschen in die Stadt Nürnberg reinfahren und dann wieder raus. Wenn man das etwas reduzieren kann, ist das, glaube ich, gut für die Umwelt. Und das ist gerade an Betracht des Klimawandels dringend notwendig. Es gibt ja von der Partei Die Linke, von unserer Partei auch das Modell, in 10 Jahren dann tatsächlich kostenfrei für alle schrittweise zu kommen. Die Möglichkeit, eventuell über eine zunächst an den sozialen Status gekoppelt, dann aber auch am Einkommen gekoppelt, am Ende auch für alle kostenfrei laufendes öffentlichen Personennahverkehrsticket bundesweit hinzubekommen. Das ist dann natürlich die ganz große Lösung und könnte dann vielleicht sogar das 365-Euro-Ticket in Nürnberg wieder überflüssig machen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube wiederum, dass damit aber ersichtlich ist, wie Kommunalpolitik auch ein treibender Kern für Bundespolitik, für ökologische und soziale Politik sein kann. Wie diskutiert ihr das eigentlich in eurer Fraktion? Die Nürnberger Linke ist da ja auch wieder durchaus gut reingekommen in diesem Jahr, waren ja Kommunalwahlen, ne? Genau, ja, wir hatten Kommunalwahlen und wir hatten in unserem Kommunalwahlprogramm auch eindeutig stehen, dass wir uns langfristig eben oder auch mittelfristig für den öffentlichen Nahverkehr, der ticketfrei und kostenfrei ist, einsetzen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, das geht ohne die Unterstützung des Bundes und des Landes überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch toll, dass immer wieder Initiativen von unserer Bundestagsfraktion kommen, die sich dafür einsetzen, dass der öffentliche Nahverkehr deutlich besser ausfinanziert wird. Wenn wir die Milliardäre und Millionäre und die Unternehmen und Konzerne in diesem Land wieder anständig mal besteuern, dann ist das auch nur, ja, möglich und auch sinnvoll. Sehen wir hier im Chat immer ganz viele Rückmeldungen. Die Frage des Schwarzfahrens wird angesprochen. Schwarzfahren, eine Straftat nach heutiger Gesetzeslage. Schwarzfahren dann eine Straftat, Beförderungserschleichung, wenn man, so zumindest nach der Rechtsprechung, mehrmals dabei erwischt wird. Das erhöhte Beförderungsentgelt wird ohnehin fällig, aber das Schwarzfahren ist auch irgendwann eine Straftat. Ist es nicht auch eine Möglichkeit, darüber dieses Delikt einfach ebenso überflüssig zu machen? Tatsächlich ist es so, dass günstigere oder gar am Ende kostenfreie Tickets die Zahl der Schwarzfahrer sicherlich reduzieren wird. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass sich die Linke dafür einsetzt, dass es ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Falschparken so ist, dass es eben keine Straftat mehr ist, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Weil es kann nicht sein, dass wir hier Steuerhinterzieher und so weiter laufen lassen in diesem Land und auf der anderen Seite Leute, die schwarz fahren, in den Knast schicken. Das steht in keinem Verhältnis. Auf die Kleinen haut man drauf und auf die Großen lässt man laufen. Damit muss Schluss sein. Deswegen setzen wir uns eben ja auch als Linke dafür ein, dass das keine Straftat mehr ist, sondern eben eine Ordnungswidrigkeit. Ja, eine gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik, hieß es im 19. Jahrhundert. Da hat die Kriminologie schon etwas vorgebaut, was heute klar ist. Aber
Die Tatsache, dass wir kostenfreien ÖPNV haben wollen, ist natürlich auch eine soziale Umverteilungsfrage. Wie geht ihr eigentlich jetzt als Nürnberger Linke mit diesem Erfolg um? Habt ihr das schon mal an andere Kommunen gebracht? Habt ihr das in eurer Partei publik gemacht? Seid ihr dafür gefeiert worden oder wie ist es? Ja, ob gefeiert, weiß ich nicht, aber es wird ja bekannt, unter anderem jetzt ja auch heute Abend durch den Livestream. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Für uns ist es, glaube ich, als Partei eine richtig gute Sache, weil uns da exemplarisch an einem Beispiel gelingt, die soziale und die ökologische Frage sinnvoll miteinander zu verbinden und eben zu zeigen, dass es kein Widerspruch ist. Und wir zeigen damit, dass es sich auch lohnt, sich einzusetzen, die Linke zu stärken und eben mitzumachen, um eben in diesem Land etwas zu verändern. Und insofern ist das, glaube ich, durchaus empfehlenswert, das nachzuahmen in anderen Kommunen. Dein Bruder, jetzt verrate ich, glaube ich, kein großes Geheimnis, dein Bruder sitzt für die Grünen auch im Nürnberger Stadtrat. Wer hatte jetzt eigentlich wirklich die Idee, du oder er? Naja, man muss wissen, mein Bruder ist erst ganz neu im Nürnberger Stadtrat. Herzlichen Glückwunsch an ihn, falls er zuschaut. Er ist Mitglied der Grünen. Die Grünen haben das auch länger schon gefordert. Aber man muss sagen, dass außer ein paar auch zum Teil guten Anträgen kam nicht wirklich große Initiative von den Grünen. Von daher danke auch nochmal an Sie, dass Sie es inhaltlich unterstützt haben und das hat auch sehr geholfen. Aber ich glaube, wir haben als Linke eben schon auch vorgemacht, was es bedeutet, sich gesellschaftlich einzubringen und eben die politische Arbeit nicht nur auf den Stadtrat zu reduzieren, sondern Kommunalpolitik ist mehr. Kommunalpolitik findet in der Gesellschaft statt und findet dann natürlich auch im Stadtrat am Ende auch seinen Widerhall. Aber wenn man erfolgreich sein will, gerade als eher etwas kleinere Partei, dann ist es sinnvoll, das gut miteinander zu knüpfen und durchaus auch rebellisch zu sein, um am Ende etwas durchzusetzen. Ja, ich habe mich so sehr gefreut, dass ich heute Titus Schüller eingeladen habe, weil als ich zum ersten Mal davon gehört habe, von diesem 365-Euro-Ticket, dachte ich mir, ja, genauso muss das mit der Kommunalpolitik laufen, rebellisch, gleichzeitig aber auch ganz nah dran bei den Leuten, die es brauchen, kein abgehobenes Zeug, sondern ganz konkrete Politik, die aber auch über die Kommune hinausweist und das Problem auch sozusagen versucht zu verallgemeinern. Das ist aus meiner Sicht ein extrem gutes Beispiel. In meiner Zeit als Kommunalpolitiker in Wittenberg haben wir auch bei der Frage der öffentlichen Personennahverkehrsanbindung im ländlichen Raum versucht, dort Dinge zu machen, viel schwerer. Aber auch da bleiben wir als Linke dran. Wir wollen die sozial-ökologische Wende. Wir wollen, dass am Ende die kollektiven Verkehrsformen, nämlich die Möglichkeit mit dem Bus und der Bahn im Personennahverkehr und später dann auch im Fernverkehr zu fahren, dass das für alle Bürgerinnen und Bürger möglich wird. In diesem Sinne setzen wir uns für euch ein. Unsere Kommunalpolitik macht das ganz gut und Bayern, man glaubt es nicht immer, aber die bayerische linke Kommunalpolitik ist da sehr stark. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. In der nächsten Woche wieder mit einem Thema zum Corona-Zeiten und die Linke. Welches das ist, verrate ich diesmal noch nicht. Aber lasst euch überraschen, 18 Uhr nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Bis dann und vielen Dank.